Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Minister Spahn, was Sie eben gesagt haben, kann voll unterstützt werden von der AfD. Hoffentlich kommt es auch so, wie Sie sagen. Und insofern kann ich mich auf das beziehen, was nicht in Ordnung ist. Der Gesundheitsbereich, meine Damen und Herren, ist eines der wichtigsten Elemente in der Gesellschaft. Nur gesunde Menschen können ihre Leistung für sich und für die Gesellschaft erbringen und anderen helfen, die dazu objektiv nicht in der Lage sind. Die Gesundheitspolitik ist somit auch ein Teil der Innenpolitik, eingebettet in die katastrophale Politik der letzten Jahre. Wir geben täglich mehr als 1 Milliarde Euro für Gesundheit aus. Aber es wird auch ein Anspruchsdenken gefördert, was nicht nachvollziehbar ist. Zum Beispiel nach 15 Monaten Aufenthalt von Nichtdeutschen in diesem Land erhalten diese die gleichen Ansprüche wie zum Beispiel die, die immer in die Kassen eingezahlt haben. Glauben Sie im Ernst, dass ein deutscher Staatsbürger das im Ausland erhält? Ich denke nicht einen einzigen Euro. Es geht weiter mit den Folgen der zusätzlichen Gesundheitsaufwendungen, der kriminellen Aktivitäten derer, die Sie hergeholt haben, mit immerhin 1,5 Millionen Straftaten pro Jahr, meine Damen und Herren, durch Nichtdeutsche, zu unseren eigenen deutschen Kriminellen noch dazu. Und davon sind viele Körperverletzungen dabei, weil den Opfern wer bezahlt die? Auch der deutsche Steuerzahler mit seinen Beiträgen in die Gesundheitskasse. Und das Gleiche trifft auch für die kriminellen Auseinandersetzungen politischer Vereinigungen auf unseren Straßen zu, wo Migrantenorganisationen Deutschland benutzen, um ihre Thesen hier gegeneinander auszutauschen. Auch da ist der Gesundheitsfonds wieder mit dabei. Einschleppen von Krankheiten, die wir bereits schon ausgemerzt hatten, kommen ebenfalls dazu. Auch die sind kostenintensiv. Der ländliche Raum wurde angesprochen. Prima, dass was gemacht wird, ist allerdings erstaunlich. Sie sind schon so viele Jahre an der Macht mit Ihrer Partei, Herr Bundesminister. Wir haben immer noch zu wenig Ärzte, die Überalterung, die Ärzte sind über 54 Jahre alt im Schnitt. Die Attraktivität des ländlichen Raumes wurde bisher nicht erhöht. Ich gehe noch mal auf die Hebammen ein. Der Erhalt dieses Berufszweiges ist ungeheuer wichtig, scheint die Damen nicht groß zu interessieren hier drüben, aber es ist trotzdem wichtig für die Mütter, die das gerne brauchen. Und bei einer Versicherungsleistung, Haftpflichtversicherungsleistung von 7.000 Euro pro Jahr, kann dieser Berufszweig diese Leistung nicht erbringen. Ich habe nichts gehört, dass hier in dieser Richtung mal etwas getan werden soll. Von den Patienten wird kritisiert die Wartezeit in den Praxen, die unterschiedliche Vergabepraxis der Privatkrankenversicherten und der gesetzlich Versicherten im Fachärztebereich und der Ärztemangel im Allgemeinen. Sehr verehrte Damen und Herren, am 21.03. bei der Regierungserklärung der Bundeskanzlerin hat sie gesagt, viele Deutsche haben das Gefühl, schlechter gestellt zu werden als die Nichtdeutschen, die in dieses Land gekommen sind. Ich muss Ihnen deutlich sagen, die Frau Bundeskanzlerin irrt hier. Das Gefühl stimmt nicht. Die Deutschen werden teilweise schlechter gestellt. Das ist kein Gefühl, das ist eine Tatsache, dass sie schlechter gestellt werden. Und ich werde Ihnen auch ein Beispiel jetzt, hören Sie zu, ein Beispiel, was ich in meiner Eigenschaft als Mitglied des Petitionsausschusses des Sächsischen Landtags im letzten Jahr hatte, eine Massenpetition, auch unterstützt von den Seniorenvereinigungen. Folgender Fall, was ist passiert? Rentner muss zur ambulanten Behandlung und muss dorthin. Was macht er denn? Er bezahlt die Taxe, wird seit 2004 nicht mehr übernommen. Er bezahlt die Medikamente, wird auch nicht übernommen. Und der Nachbar, ja, das ist ein Asylbewerber, der fährt natürlich umsonst dorthin. Ist ja auch ganz logisch, der hat ja kein Geld. Und die Begründung, hören Sie erst mal zu, ist juristisch einwandfrei. Körperschaft öffentlichen Rechts, die Krankenkasse zahlt nicht mehr. Und das andere ist das Asylbewerberleistungsgesetz, da kommt das Geld her. Das ist natürlich ganz logisch, das sind ganz andere Töpfe. Aber Sie vergessen, das muss hier erwirtschaftet werden. Egal wie der Topf heißt, die Menschen in Deutschland müssen das Geld erwirtschaften. Ein sehr unsensibles Verhalten, was Sie anstellen, dass die einen zahlen müssen und die anderen nicht, meine Damen und Herren. Das müssen Sie sich erst mal anhören. Diskutieren Sie mit diesen Senioren und Seniorinnen, machen Sie das. Und dann werden Sie von denen auseinandergenommen werden, wie die sich fühlen. Das ist unsensibel, was Sie machen. Zusammenfassend heißt das, Gesundheitspolitik, das nichts verdreht, hören Sie sich an, Gesundheitspolitik ist pragmatische und nicht ideologische Politik. Das heißt, bei den Ansprüchen, die Sie immer an Nichtdeutsche ausreichen, sollten Sie mal daran denken, dass die Menschen, die dieses Geld hier erwirtschaften haben, und müssen natürlich auch einen Anspruch haben, nicht bloß die, die nichts getan haben. Denken Sie mal an die Leistungsträger, die haben es verdient, auch beachtet zu werden. Vielen Dank.